Damit ein herzliches Willkommen, euer Doomsday. Wir spielen World of Warcraft Cataclysm. Ja, im Moment sagen wir gerade Auge des Sturms. Ich nehme heute Abend noch auf eine Folge. Ja, ganz ruhig, ganz chillig. Und ja, was ich jetzt noch erklären wollte, ist, dass wir eine gute Gruppe sind. Nee, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Ich wollte irgendwas erklären, aber ich weiß es nicht mehr. Wir zocken hier auf jeden Fall World of Warcraft. Oh man, Dicker und Han. Ach Gott, ey. Jagt mich nicht, bitte. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, dass wir heute eine gute Gruppe wieder haben. Und, was ist das denn? Oh, Druide. Komm, den jag ich. Den jag ich. Druide, komm hier. Ich dich killen. Lol, Priester, was machst du? Ja, jetzt hau ich dich kaputt. Hau ich dich kaputt. Oh, wie viele da kommen. Ja. Einfach mal hier den Schaden wegbürsten wieder. Wenn ich nämlich 20% weniger Schaden bekomme, ist das richtig nice. Natürlich, muss ich hier auf mich selbst auch achten. Auf jeden Fall, ein Tankbärchen hat immer so seine Probleme. Ich hoffe, ich krieg den noch down. Ach, down. Hunter. So. Hunter, du gehst auch down. Du gehst down. Und Hammer, Hammer. Komm, komm, komm mal, komm mal, komm mal. Und down. So, ja. Auf jeden Fall, oh, da ist ein Schurke. Eieiei. Und wieder einmal die Katze. Ja, ey, du Tankbärchen. Was? Wieso habe ich die ganze Zeit heilige Kraft, ey, geil. Anscheinend mag er mich nicht, ich habe keine Ahnung. Der mag mich auch nicht. Komm, ich brauch den Stun. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich versuche jetzt noch die zwei Folgen World of Warcraft rauszuladen. Kollege kommt vielleicht nächste Woche, ich weiß es nicht genau. Was müssen wir jetzt machen? Haben wir irgendwelche Basen? Ja, eine haben wir. Die wird gerade total besetzt. Das heißt also, den Magier müssen wir jetzt zerstören. Das wird aber sehr problematisch. Ja, Mori. Katze, DK. Jetzt bin ich down. Ja, was soll man dazu sagen? 3 versus 1, ne? 4 versus 1, nice. Wir werden immer besser. Bei 4 versus 1 hat man keine Chance. Ja. Ich tue jetzt dann noch später vielleicht was essen. Ich weiß es nicht genau. Es ist auch kalt hier drin ein bisschen.
Und ich bin auch sehr müde. Ich muss ja auch morgen wieder raus. Also ich habe sehr wenig Zeit. Ich habe sogar ein Infovideo erstellt, das am Montag kommt. Das erklärt ein bisschen was, was ich dann vorhab und so. Und ja, Walk Schurke. Mal gucken, ob ich ihn krieg. Erstmals dann hier. So, jetzt das, dann das und down. So. Ja. So, wie viel steht's? 3-1. Und wieder ein Hander. Komm her, komm her, komm her, Hander. Komm her. Komm her. Oh, du kannst so froh sein, ne, dass du hier, ne? Ah, ich krieg den Hand einfach nicht. Ja, Mann. So, erstmal den Heal da. Erstmal Danke sagen. Er hat mich geheilt. Mensch, Parler. Aber ich glaube, ich hier ist hier. So, ein bisschen gucken. Ist alles eingenommen, ehrlich. Das ist scheiße. Oh, was ist das? Nachtelf-Druiden. Weg, 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 weg. Komm, komm, komm. Wir gehen zu unserer Basis. Ist viel besser. So, erstmal hier auf den Warrior. Der Warrior muss dran glauben. Jetzt versucht er zu flüchten. Naja. So sind die Warriors. Und dann down. So. Jetzt auf den Dodo. Oder was? Was haben wir hier? Ein Healer. So, aber ich habe nur einen Burst. Das heißt also, ich muss gucken, dass ich den anderen Burst erst noch kriege. Ich kann aber hier noch einen Burst zünden. Und damit haue ich viel Schaden raus. Viel Schaden. Down. So. Jetzt noch den hier. Und dann nochmal das Burst zünden und weghauen. Hier nochmal. Beim DK hau ich eh so wenig. Und irgendwie ein Heal oder sowas. Nee. So. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass wir hier noch ja, ein Parler. Parler hier. Es wird ein bisschen problematisch, weil ich nicht die ganzen Bursts habe. Aber er hielt mich instant weg. Also ich muss sagen, klar. Man hat hier, oh, Hexer. Scheiße, jetzt bin ich down. Jetzt ist es vorbei. Bubble, bubble, bubble. Ich habe aber auch keine Leute bei mir gerade. Es wird ein bisschen problematisch. Ach Gott. Kommt schon. Ja, Mann. Jetzt. Fucking heal.
Und jetzt Burst. Ah, nein. Na. Scheiße. So, auf jeden Fall können wir die in Schacht halten, bis wir hier was einnehmen. Weil ich glaube, wir sind Horde, ne? Kann das sein? Ja, wir sind Horde. Dann verlieren wir. Warum auch immer. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, also echt. Schnell in die Dinger rein. So. Die wollen mich unbedingt so tot sehen, ehrlich. Aber das klappt bei mir nicht, Leute. Das klappt bei mir nicht. Dann müsste schon besser sein. So, und du kriegst das jetzt richtig ab. Oder du. Ja. So, jetzt aber. So, jetzt nochmal Stun. Und down. So. Jetzt erstmal das da. Interrupten. So. Jetzt erstmal das. Na. Nein, komm schon. Nein. Scheiße, ehrlich. So, ist down. Jetzt habe ich wieder ein paar Fraps-Einbrüche. Das passiert mir ständig irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das liegt aber wahrscheinlich an WoW. Ich muss eigentlich nochmal den PC neu starten, dass es vielleicht dann besser wird. Ich weiß es nicht. So, aber woran es liegt, das weiß ich jetzt selber noch nicht. Ich habe ja noch dieselbe Folge aufgenommen hier, also die zweite Folge. Also abends jetzt muss schauen, dass ich ja toll rausgekickt. Gerade mal den Kerl hier schreiben. Ja, egal. So sind immer die Schamanen, dass sie halt immer so an der Seite so am Rand stehen von den Leuten und dann kicken sie so einfach raus. Das ist auch nicht okay. Aber das ist denen ihr Spell, also die Schockwelle. Da kann niemand was dafür. Trotzdem. So, ich probiere jetzt nochmal den Mage hier wegzuballern. Und zumindest den Schurken. So. Komm mal. Schurke, dich kriege ich. So, Schurke down.
Wie viel steht's denn eigentlich? 7-2 für mich, ja. Das ist eigentlich nicht schlecht, also ich kann damit leben. So, ich hoffe, ich krieg wieder keine F-Raps-Einbrüche. Boah, so. Maus spinnt auch manchmal. Ich muss echt mal meinen PC nochmal abchecken. Ich weiß nicht, was es ist oder woran es liegt. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gucke, dass ich mit meinem Kollegen nochmal ein paar Videos mache. Ich weiß es nicht genau, aber Mist auf Pandaria wird ein bisschen eingeschränkt. Ich bleib ein bisschen noch auf Cutter. Naja, okay, ich denke mal, man sieht sich dann die nächsten Tage und bis dahin. Ciao.